die günstigste und umweltfreundlichste Energie, Strom, ist die nicht verbrauchte. Auch da müssen ehrgeizigen Zielen Maßnahmen im Gesetz folgen. Und da werden wir für das zweite E der grün-liberalen Strategie uns einsetzen. Im Winterhalbjahr möchte die Mehrheit mit einem minimalen Eigenversorgungsgrad dies definieren, dass wir genug Strom haben. Das ist wichtig, weil die Winter vor allem, in Schweiz vor allem im Winter ein Problem haben dürfte. Könnte die Schweiz ein Rahmenabkommen oder eine andere institutionelle Lösung mit der EU, zum Beispiel EWR, vereinbaren, wäre dieses Problem markant entschärft und damit ein vertraglich gesicherter Import gesichert. Das dritte E der GLP-Energiestrategie der vier Es. Und die Schweiz müsste nur noch physikalisch gewisse Maßnahmen treffen. Da wäre Power to X, das vierte E, Energiespeichern mit erneuerbarem Gas oder Liquids, der effizienteste Weg.